spiele ich, wenn es rauskommt. Das neue, 2014. Aber ob es an dem Tag klappt, weiß ich nicht. An dem Tag kommen 4 Spiele raus. Leute, 4 Spiele am selben Tag. Dum, 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 dum. Oh, meine Füße, scheiße. Mich sticht mein linker Fuß gerade. Das hat doch sehr, sehr krass mit Gasbremsen hier. Wenn der Fuß nicht wieder versagt wie gestern, da dachte ich, ich bremse, hab's gar nicht gemacht. Dritter, zweiter, besser, scheiße, zu schnell in die Kurve. Gag, ist das online? Nee, das ist hier Singleplayer. Damit ich mit euch noch quatschen kann, ab und zu Pause machen und auch hier husten muss. Und let's do it! World first! Komm nicht höher! Schon, aber der hat ja so viel Power, dass du den zweiten eigentlich nicht brauchst. Drehmomentum nutzen, ja. Fahr am besten, ja. Deutsch, Englisch. Is that not good Deutsch? No, if you're using this weird Google Translator, yeah, it's not fine. It makes no sense, you know? Gut gerettet, Gags, den Ver... Ja, aber echte. Aber mich hat es hier gestochen im Fuß gerade. Ich muss mit den... Wie gesagt, ich habe ja da Schmerzen. Ich fühle nur den großen Zeh, den kleinen und die Ferse. Und da muss ich ab und zu, sticht das dann zwischendrin, muss ich das ausbalancieren. F1 mit G27 Kopplung, nix gut. Ich überlege mir jetzt echt genau, wo ich jetzt das F1 mir hole, weil hier mit dem Racing ist schon ganz cool. Ich habe ja hier das Scuderia Ferrari Lenkrad. Level 107, sag mal, wie der Stream-Title lügt. Gags, was machst du? Der Stream-Title sagt 104, update es mal. Alles klar, mach ich. Aber war jetzt interessant vom ersten Rennen. Zeitgleich noch versucht hier Chat zu lesen und zu antworten, aber hey, es klappt manchmal. Sag nur, try me out, just baby, try me out. Take a chance, cause I wanna be yours. Gleich ein Pulli wie gestern, jo. Ja, ist eine Jacke, die kann man ja mal eins anziehen. Ist ja kein Problem nicht. Vorgestern grün, gestern rot, morgen dann vielleicht blau. Morgen ist der Gags blau. Painkey, servus Christi, hallo. Wie geht's dir, mein Freund? Ich bin gespannt, ob es morgen echt klappt. Werde ich euch dann bei Fahrzeugbuch erklären, was ich meine. Eine kleine Überraschung. Mit dem Drive Club. Ich hoffe, Drive Club enttäuscht mich nicht zu sehr, weil ich habe schon viele Sachen in die Wege geleitet, dass ich halt mehr Spaß haben kann. Aber das werdet ihr mal alles morgen erfahren. Ja, Banky, du geile Sau. Ich habe das nur vorgelesen von Izzy H. Das ist natürlich nicht meine Meinung. Lol, Panky Hype. Gags, zeig mir deine Muskeln. Ey, ich habe nur eine Muskel. Ne, zwei Muskeln in meinem Körper, die funktionieren hier. Die kann ich jetzt hier nicht nennen. Man hört, dass Gags sich auf Drive Club freut. Ja, ich freue mich in dem Sinne, dass ich hier mit dem PS4-Controller spielen muss. Nicht unbedingt. Aber ja, wie gesagt, vielleicht kann ich mir das Thrustmaster T300 RS ausleihen. Und dann kann ich damit fahren. Vielleicht übermorgen im Stream, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich werde euch bei Facebook auf dem Laufen halten. Wow, 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 God, wow, stopp, scheiße. Ich habe jetzt gar nicht aufgehört. Es war echt verpennt, der Start. Es war jetzt echt verpennt hier. Ja, da lasse ich Platz für Spekulation hier. Ich habe den ersten gar nicht gespielt hier. Dominik. Aber der zweite macht so viel Spaß, wie du siehst. Also ich habe den ersten nur kurz gespielt, weil ich keine Zeit hatte zu der Zeit. Da habe ich andere Schweine reingemacht. Aber wie du siehst, macht viel Spaß. Ist richtig geiles Racing. Es hat nur etwas Schwierigkeit mit dem K hier, alle Hilfen aus und jeder Verbremser. Wird mir nicht verziehen. Aber läuft, läuft hier. Hauptsache die Ideallinie ist ein bisschen an. Rückspulfunktion zur Not, wenn ich mit euch quatsche, habe ich jetzt auch angelassen. Meinst du, Drehmoment nutzen hier auch bergauf? So, ich lasse den dritten Gang. Aber hier zweiter Gang. Genau, besser als vorher die Kurve gefahren.
Aber echt krass, hier, wie viel Power der hat und ich habe nicht einmal die Gänge dafür. So. Wenn die Ideallinie durch die Lampe durchführt, okay, dann machen wir das. Das sind Driver-Tars hier, das sind irgendwie so, ja, es sind keine wirklichen KI-Gänge, es sind einfach die echten Leute, die kopiert werden, ihre Spielweise irgendwie angepasst. Aber ich hätte lieber KIs anstatt diese Driver-Tars, weil die Driver-Tars hier fahren schon sehr, sehr pornös. Die scheißen auf dich, die rammen dich einfach. Es gibt ja meistens eine Kurve, wenn du fährst, in eine Innen- und eine Außenspur. Dann versuche ich halt entweder eine Innen- oder Außenspur zu überholen und scheißegal, wo du bist, die rammen dich einfach. Das interessiert dich nicht, wenn du neben ihm bist. Die fahren halt straight ihre Linie. Gut, versuche ich auch, aber dann kann man das doch ein bisschen anpassen hier. Klar, durch die Lampe durch. Und wie schnell die Lampe wieder aufgebaut wurde. Ich liebe deinen Stream, da kann man immer abspacken und es macht einfach Spaß, klar. Die Welt da draußen ist grausam genug. Herkommen mit Gags, chillen, Spaß haben und Blödsinn daher reden. So wie ich das den ganzen Tag versuche. Nur abends hört es mir dann zu. Jupp, würde ich so lassen, Gags. Jo, lasse ich auch so. Dominik, hast du Teil 1 gespielt? Also, Teil 2 ist echt cool. Soll auf der 360 nicht ganz so toll sein wie auf der One. Ziemlich kastriert auf der... Teil 1 soll teilweise auf der 360 vielleicht sogar besser sein als Teil 2 in einigen Sachen. Pornös im Sinne von gut. Oder ja. Ja, pornös ist natürlich gut, positiv gemeint. So wenn ich immer sage, ja, Gags krank und so oder kranke Sache, ist immer im positiven Sinne. So, noch 3 Stunden, ich zeige euch mal den Timer. Live PlayStation 4 Capture Build. 3 Stunden, 1 Minute, 39 Sekunden hier. Ich kann es nur nicht die ganze Zeit anlassen, da das Stream-PC schafft nicht 4 Quellen gleichzeitig. Ist dann ein bisschen zu viel Encoding. Deswegen blende ich zwischen noch ein und blende es wieder aus. Zack. Boxenteam. Für Lampen. Ja. Ist aber echt krass, gell? Habt ihr gesehen? Oder habe ich das irgendwie misunderstood hier? Scharf nach links, Baby. Oh. Scharf ist gut, kein Problem. Uah! Ja, wie du das hypst. Ich hype das ja nur, weil es das nächste Spiel im Stream ist. Ich kenn's nicht, nie gespielt, Drive Club. Und wir machen uns gemeinsam ein Bild. Wenn ich sag, das Spiel ist ja komisch, dann. Und ihr sagt, naja, Gex, hast recht, das ist very, very strange, my friend. Dann lassen wir es halt. Gex, gehirnkrank, yay. Hauptsache, vorne so eine Scheiße zum Abschleppen, ohne Schmarrn. Ohne Schmarrn. Was für ein Blödsinn. Hey Dominik, merci für dein Follow. Hab Spaß, genieß die Show und liebe Grüße aus München schicke ich dir hiermit. Jawohl. Und den Jahresvoll hinten rein. Ey, wasn't me. Ich hab den nicht gesehen, ich hab mit euch gequatscht. Ich hab einfach gewendet. Und das nicht einmal auf offener Straße, sondern schön an der Kurve. Also... Moment, ich muss erstmal hier ein bisschen aufräumen hier. Haben einige ihre Dosen vergessen, ihre Bierdosen. Wow, krass. Nein. Ich wollte nicht zu stark bremsen, sonst wirst schon kein ABS, kein TCS, kein SDM. Deswegen bin ich etwas weit rausgekommen. Hey! Gibt's hier irgendwie eine Möglichkeit? Vorbeizukommen. Sehe nix. Eieiei, scheiße. Also ich weiß ja nicht, die Schäden sind an, aber so wirklich um den Schäden funktioniert das nicht genau hier richtig im Spiel. Zweiter Gang muss passen, aber hier ist ziemlich enge Kurve. Ja, wenn die Ideallinie da durchführt, von mir aus. Dritter halten. Heck bricht langsam aus, aber du kannst noch nachkorrigieren, Ah, wieso denn hier nicht auf der anderen Seite? Alles klar, Jack, kurz AFK, weiß ich Bescheid, mein Freund.
Oh, ja, 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 fuck. Ging so bergab über den Hügel, hat meine Bremsen gestoppt. Ich bremse ja sehr, sehr vorsichtig. Ich bremse immer schön langsam. Ich bremse immer schön langsam an. The Cantera. Gex, du streamst im November auch GTA 5? Ich hab's eigentlich vor, auf PC zu spielen, GTA. Also wird das, schätze ich mal, erst Januar werden. Weil, ja, PC sehe ich da mehr Potenzial und ist auch billiger für mich für den Stream, da ich doch so viele Spiele zeige. Sind PC-Spiele immer 35 Euro rum und Konsolenspiele 70 Euro plus. Deswegen sage ich mal PC und dann kann ich euch auch das Spiel vielleicht ein-, zweimal kaufen. Einmal für mich, einmal für euch und euch dann verlosen. Ja, ich würde erst sagen im Januar dann. Aber wer weiß, ob sich das denn ändert. Also noch ist es so geplant und ist für mich einfacher und kann ich euch dann auch Keys geben. Also kommt drauf an, wie ich mir das halt leisten kann. Ich zahle es ja alles selbst. Aber wird wahrscheinlich auch PC werden. In 200 Metern nach rechts abbiegen. Du meinst du eine Crew in the Crew? Oh, oh, oh. Meinst du eine Crew in the Crew? Ja, hier, meine Partner hier, MMOGA, da kaufe ich schon seit 7 Jahren ein. Und G2A, wo es da gerade am günstigsten ist. Ist auch unter dem Stream verlinkt, da kaufe ich meine Keys für euch. Ich hab ja schon über 30 Spiele hier verlost oder so im Stream. Auch die seht ihr auch unten im Stream, was ich mal verlosen möchte. Nur kommt immer drauf an, wie... Ja, alles, was ihr hier seht, gehört gar nicht so richtig mir, wird alles der Bank. Mehr oder weniger geliehen oder in Ratenzahlung zurückzahlen. Deswegen, können wir uns hier mal gucken hier. Klar, dass ich hier durchdrehe. Also MMOGA und G2A kaufe ich die PC-Spiele. Und meistens Amazon oder jetzt beim Store selbst, PlayStation Store oder Xbox Store, damit ich die Spiele direkt um Mitternacht zeigen kann. Sonst könnte ich erst Drive Club morgen zeigen. In 100 Metern haben Sie Ihr Ziel erreicht. Nö, wieso sollte ich was gegen Spenden haben? Da wäre es jetzt irgendwie doof, wenn ich ein Ja sagen würde. Also ich zahle ja ganzes Stuff, was ihr hier seht, zahle ich ab. Mit Zinsen, mit Raten, mit allem, was nur geht und ja. Hat sehr krass verschuldet und alles, was dann an Spenden reinkommt, versuche ich da ein bisschen das zurückzuzahlen. Und wenn wenn sie irgendwelche Kieser so spenden wollen, auch sehr gerne. Nur bis jetzt habe ich halt alles selbst bezahlt. Also ich bin für jeden Support sehr dankbar, dass sie mich nicht noch mehr in die Schulden reintreibt. Sonst muss ich in Zwegert anrufen. Und mit Zwegert sagt der Gex, streamen gibt's nimmer. Und wenn ich dann sage, hey Peter, jetzt komm her, sag einmal, ohne Stream geht's mir nicht gut, also muss ich streamen, mein Freund. Also nachher, das, so geht das nicht, weißt? Ja. Ob ich GTA 5 modde, muss ich schauen. Okay. Will sie, was für geile Mods es gibt? Du musst nur noch das nächste Rennen PC sowieso von der Grafik immer vorne, das egal ob es Xbox One oder PS4 angeht. Was ich mitbekommen habe, Assassin's Creed, das neue, läuft auf PlayStation 4 und auf Xbox One nur mit 900p. Also haben die gesagt, haben sie keinen Bock auf diesen Konsolenstreit und deswegen lassen sie beide Versionen nur mit 900p, also nicht einmal 1080. Und das ist schon sehr, sehr fail für eine angebliche Next-Gen-Konsole.